Du fragst, warum ich so viel Einfluss besitze? Weil ich seit Jahrzehnten sämtliche Gerüchte und Geheimnisse über Adlige und ihre Familien gesammelt habe. In der hohen Politik gibt es keine mächtigere und gefährlichere Waffe als Informationen. Das Wissen über die Schwächen und die Verwundbarkeiten deiner Feinde wiegt weit schwerer als die blanke Klinge. Und es lässt sich sehr viel eleganter einsetzen, um seine Ziele zu erreichen. Remiona Paligan zu ihrem Großneffen Decius, neuzeitlich. Und damit beginnen wir in Perikum. Ihr seid 2 Tage unterwegs gewesen, bevor ihr den, ja, dümpelnden Hafen vor euch erkannt habt. 2 Tage von Rudat in Richtung Perikum. Das ehemalige Herz des Reiches, beziehungsweise das Herz zur See, dort, wo die Perlenmeerflotte eigentlich großspurig aufhissen sollte. Ihre Werften allerdings liegen nun ziemlich verkümmert vor euch. Zulamin, 2 Tage, was hast du getan? Ja, Zulamin hat sich ein bisschen mit der lieben Admiralin beschäftigt, die ja, sagen wir mal, nicht so ganz einfach war. Aber das war ein bisschen schwierig. Und das, was sie bei dem Ganzen herausgekriegt hat, war, dass sich die Frau zwar nicht ihr öffnen möchte, aber dass sie wohl sehr gut mit der Admiralin der Aranischen Flotte befreundet ist. Und deswegen möchte Zulamin der Aranierin einen Brief schreiben, damit die vielleicht unsere Beziehung zu Praia Danya ein bisschen aufbessern kann. Genau, ihr habt ja gute Verbindung zur aranischen Flotte durch den Schleiertanz und Schleierfall. Habt ihr Arkosh Shah in euer Bündnis geschlossen und dementsprechend auch quasi seine, beziehungsweise Eleonoras Flotte. Wie heißt die Admiralin der aranischen Flotte? Das ist Pelliope von Rathmos. Von Rathmos, okay. Und du schreibst dir jetzt einen Brief, ja? Genau, ich kann euch den auch kurz vorlesen. Da fehlt noch eine Kleinigkeit, aber das ist, sagen wir mal, der persönliche Teil, wo es eben um die andere Admiralin geht. Hochgeschätzte Admiralin Pelliope, habt vielen Dank, dass ihr uns eure Kapitänin zur Unterstützung nachgesandt habt. Während sie uns den Rücken freigehalten haben, konnten wir in die Feste Perlstein eindringen und die Admiralin der Perlenmeerflotte sowie einige ihrer Leute befreien. Leider muss ich sagen, dass Praia Danya übel mitgespielt wurde und sie psychisch, aber auch physisch in keiner guten Verfassung ist. Sie lässt niemanden so recht an sich heran, doch ich habe aus dem, was sie mit mir geteilt hat, herausgehört, dass sie euch vertraut und als Freundin betrachtet. Darum möchte ich euch gerne bitten, so bald als möglich in Perikum zu uns zu stoßen, um Praia Danya zur Seite zu stehen. Es gibt ein Komplott gegen sie. Hütet euch vor der Familie Marix. Doch wir werden unser Möglichstes tun, um sie wieder in ihrer rechtmäßigen Position zu installieren. Tut ihr das Eurige, um ihr zu helfen, ihre schrecklichen Erfahrungen zu verarbeiten, damit wir auf sie an unserer Seite zählen können. Sulamin al-Shabra. Okay, das ist ein Brief. Möchtest du weitere Briefe schreiben oder andere Dinge tun mit beliebigen Personen, die anwesend sind? Ja, also ich glaube, es wird Zeit, dass wir mal mit diesen ganzen Leuten reden, denn das an der Nordspitze von Rulat, das hat funktioniert, aber sagen wir mal, das hätte koordinierter sein können. Wir wussten nicht, dass die Schiffe da waren und die wussten nicht, dass wir mit der Harfe da sind. Ja, ich würde gerne alle, die uns zugesagt haben, dass sie mit uns kämpfen würden und sich einigermaßen in der Nähe befinden, in Yanka zusammenziehen, dass, wenn wir das Imperium geklärt haben, dass wir da einmal mit allen reden können. Also die Und Sultan al-Nasori und die Seeadler von Bailung, die Stern von Bailung. genau, die müssen ja jetzt eh mehr oder weniger in der Nähe sein. Und es ist ja auch nicht wirklich weit bis Perikum. Ja, nach Perikum ist es nicht weit. Natürlich wird aber Sanin wird nicht nach Perikum segeln, weil er ebenso wie ihr, zumindest wie Abelmir, gesucht Perlen der Flotte ist. Beziehungsweise es hat gesucht 3, ne? Er hat das Schiff von der Perlenmeerflotte gestohlen und meinte, er kann das besser.
Und ja, seitdem ist er in Beilung und Perikum und wie nicht alles ist er dann nicht gut gesehen. Aber dass man dann in Janka sich einfindet, das ist natürlich ein neutraler Hafen, der dann dir gehört. Und das ist natürlich wesentlich ja, sinnvoller. Genau. Das weil ist, curiously enough, immer noch nur gesucht 2, gesucht 3 sind alle 12 göttlichen Lande. Ja, Sanin ist in allen 12 göttlichen Gelanden, also im Mittelreich ist er gesucht. Das sind nicht alle 12 göttlichen Lande. Es waren trotzdem gesucht 2, nur ist egal. Das sind Aranien und das Horasreich und das Bornland und Torval und die ganzen kleinen Anrainerstaaten mit inbegriffen. Okay, dann hat er, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele gesucht 2 er hat, das sind eine Menge. Nur eine. Ja, ich hab die jetzt erledigt. Okay, alles klar. Nein, das wollen wir ihm natürlich nicht zumuten, deswegen er soll nicht nach Perikum kommen, vor allem, weil wir auch nicht wirklich wissen, wie die Lage da ist, also wie diese Marex-Intrige da so läuft, sondern wir wollen uns danach in Janka sammeln. Da haben wir auch eine viel bessere Ausgangsposition für Folgemissionen. Ja, und ich glaube, das war das Wichtige Organisatorische. Ansonsten würde Zulamin sich noch Zeit nehmen und eine Weile mit Beten in unserem Aves-Schrein verbringen und da insbesondere Rahandra danken, dass sie uns beim letzten Mal zur Seite gestanden ist. Gut, du meditierst. Abel mir 2 Tage. Ja, ich studiere weiterhin nach der Daimonikon und probiere es zu übersetzen. Ich komme langsam wahrscheinlich an den Punkt, wo ich Serpentine ins Boot nehmen muss, um mir bestimmte Rituale erklären zu lassen. Des Weiteren sehe ich mich langsam gezwungen, doch den Tatsachen auszusehen, dass ich mein temporales Ritual langsam vollziehen muss. Und deswegen würde ich auch probieren, den optimalen Tag zu berechnen für ein Satinav-Ritual. Wenn du sagst, du möchtest einen in die Vergangenheit, von welchem Ritual genau sprichst du? Dem Chrononautos-Ritual. In Selim nach dem Ochsenwasser. Dort, okay, also zurück zur Schlacht der 3 Kaiser. Mit dem schwarzen Drachen Ratzesor, dem ich von den Zehen springen muss, wortwörtlich gesagt. Weil du dich damals selbst gerettet hast. Genau. Das ist mein Ziel. Und um die optimalen Bedingungen und Zeiten und Gestirnverhältnisse zu berücksichtigen, berücksichtige natürlich den Foliant von Nirubara. Der ist äußerst hilfreich und ja, ich hoffe, dass meine Kenntnisse der Sternkunde und der Rechenkunst dabei gute Hilfe leisten. Okay, dann kannst du zumindest schon einmal das Ritual vorbereiten, durchführen, dann später in Selem, wo ein Satinav-Tempel steht, die merkwürdigen Reagenzien, die man dann bräuchte, oder die Paraphernalien und Donaria, die wirst du dann sicherlich auch zusammentragen. Aber Vorbereitung dauert. Boltax, 2 Tage. Ja, ich würde selbstverständlich mich erstmal ausruhen, mir einen schönen Tag machen, ein bisschen mit meinem Groscho spielen, ansonsten auch mal Schnabel mir ein bisschen pflegen und mich dann schon darauf einstellen, das letzte Mal, als wir in Perikum waren, da ging es mir furchtbar, da musste ich von der Reling kotzen. Dieses Mal möchte ich triumphal dort einziehen und meine Probleme auf See bezwungen haben. Also würde ich mir die Zeit nehmen, um mich schon mal mental darauf vorzubereiten, diese Stadt wieder zu bereisen, wo wir doch letztes Mal ich weiß nicht, es war kein Alanfana, es war ein Tulamide, den guten Rafim getroffen hatten. Rafim. Genau. Ja, falls er denn auftaucht, falls er sich an dich erinnert. Aber stimmt, das war, glaube ich, das allererste Mal, dass du das Wasser gesehen hast, ne? Genau. Und dementsprechend würde ich mich mental darauf vorbereiten. Okay. Diamantes. 2 Tage. Diamantes wird bei Ankunft auf dem Schiff, und natürlich nachdem wir unsere Bestimmung gemacht haben, am ersten Tag das Gegenteil von Boltax tun und sich nicht ausruhen und das zum Nachteil der Geschützmannschaft, denn die werden für gute 8 Stunden erstmal in die Mangel genommen und werden intensives Training durchmachen müssen, nachdem Diamantes jetzt gesehen hat, was für Seeschlachten auf
nun auf unser Schiff noch und auf unsere Flotte zukommt, will er die Mannschaft im Top-Zustand wissen. Und es gibt immer etwas zu bemängeln. Somit fängt er am ersten Tag wieder zur See damit an, noch vorhandenen Fehler auszubügeln und wird sich dann 8 Stunden darin investieren, die Geschützmannschaft zu trainieren, Übungen zu machen. Und natürlich läuft alles nie genauso, wie es laufen soll. Und Diamantis ist unzufrieden, egal wie gut die arbeiten. Und nach dem ersten Tag wird somit gute, ich glaube, 25, 50 Geschützmannschaften haben wir relativ misslaunig sein, da sie von Diamantis in die Mangel genommen wurden. Am zweiten Tag wird sich Diamantis dann mit Serpentilio befassen, aber das kommt dann, sobald er dran ist. Okay, nach Diamantis, Raphim, 2 Tage. Und zwar, mein Plan ist, sich in unsere Kapelle zu setzen, dort zu meditieren, und ich versuche mich... eine Frage davor noch. Ist mir klar, dass meine Waffe irgendwie beseelt ist? Klar. Ja, doch, das ist dir klar. Okay, dann möchte ich mich eine geistige Verbindung damit herstellen, wie auch immer mir das möglich ist. Da mir das noch nie einer gezeigt hat, probiere ich das auf gut Deutsch einfach und schau mal, was passiert. Also ich möchte eine Verbindung zu dem Gegenstand aufbauen, und ich möchte zum Beispiel einerseits herausfinden, was will die Waffe überhaupt? Oder hat sie überhaupt Wünsche? Möchte sie einfach nur weiter existieren? Hat sie Vorlieben, Nachteile, wie auch immer? Würfel mal bitte einen W20. Gerne. 1. 1? Ja. Okay, du hast ein Geniuswesen in deiner Waffe aus... Das war Titanium, ne? Genau. Die Waffe war aus Titanium. Die hattest du von der Vulkaninsel, von den Zyklopen bekommen, ne? Genau, das sind die Infos, die ich dazu habe. Genau, das Geniuswesen. Also es ist kein Elementar, es ist kein Dämon, es ist ein quasi göttliches Äquivalent. Also Elementare kommen aus der Elementarsphäre, Dämonen aus der dämonischen Sphäre, und die Genii kommen aus der quasi göttlichen Sphäre. Du hast das Wesen Raskorda genannt, es hat eine Loyalität von 15 und es gehört zur Quelle der Endgültigkeit. Dementsprechend möchte es, dass, wenn Dinge getan werden, dass sie zu Ende gebracht werden. Und solltest du deine Waffe ziehen und sie danach wieder wegstecken, ohne dass Blut geflossen ist, dann würde die Loyalität von Raskorda sinken. Sie sinkt auch so ein bisschen, wenn du in der Kapelle anfängst, sie so ein bisschen zu führen, zerschneidet und zerteilt die Luft. Das Titanium leuchtet leicht orangelich, du kannst da Linien darauf erkennen, die vielleicht vorher nicht da waren, aber die jetzt gerade dadurch, dass du das Geniuswesen angerufen hast, dir antworten, wie mühfeine Linien darauf entstehen. Und es ist einfach nur Kunst. Also diese Waffe zu schwingen ist Kunst, und man sollte sich tatsächlich auch darüber im Klaren sein, dass das nicht nur eine Waffe ist, sondern jetzt auch ein Wesen. Okay, aber mir selber sagt dieses, also mir wird zwar klar, das ist kein Gott, das ist auch nichts Dämonisches, aber das Genius an mir ist mir unbekannt als Raphim, korrekt? Also es sagt mir nichts. Es fühlt sich gut an, einfach weil du ein göttlicher Krieger bist und das eine göttliche Waffe in deinen Händen ist. Ah, okay. So, es fühlt sich halt nicht nach einem Element an. Magie ist sowieso immer falsch. Es ist einfach eine richtige Waffe. Die wurde quasi für dich in den Schoß gelegt. Wunderbar. Das ist mein Ziel für die 2 Tage. Genau, sie wurde von dem Zyklopen Monat hergestellt und hat 90 Jahre Schmiedezeit hinter sich. Genau, du kannst sie auch weiterhin anrufen. Vor einem Kampf wäre das ebenso möglich. Was ihr eben, wie gesagt, wichtig ist, ist, dass ihre Quelle berücksichtigt wird, also die Endgültigkeit, wie auch immer du das dann definierst, aber bis zum Letzten. Und das spiegelt ja Kor ganz gut wider. Dementsprechend hast du sie auch gut benannt. Wunderbar.
Noch irgendwas anderes? Das ist mein Ziel für diese 2 Tage. Ich möchte die Tage auch in intensiver Meditation verbringen, aber mehr möchte ich nicht tun. Gut, dann ist Serpentilio. Serpentilio steht hinter Diamantes und hat ein schwarz glänzendes, wurmartiges Wesen mit 3 spitzen Auswüchsen und so 2 gegabelten Ästen. Du weißt schon, wie wenn jemand eine Schlange handelt. Habt ihr das schon mal gesehen? So einen gegabelten Ast, wo die dann irgendwie draufhängt. So steht er hinter Diamantes. Wisst ihr, es schlägt den Dämonen tatsächlich aufs Gemüt, wenn man sie wiederholt ruft und sie dann zurückschickt. Ich schlage euch vor, wenn ihr euch sehr gut in Zusammenarbeit mit dieser Wesenheit versichern wollt, dass ihr solche Späße in Zukunft unterlasst. Ich dachte, dass wir nicht mit Dämonen zusammenarbeiten. Die arbeiten für uns. Selbstverständlich, aber es ist für mich anstrengender, wenn er euch nicht mag. Aber du sagtest mir auch, dass der Dämon wiederkommt und... Nun, nur wenn er nicht rest, entleert, zurückgesandt wird. Ich bin, um ehrlich zu sein, nicht ganz sicher, was ihr getan habt. Was ich getan habe? Ich habe gar nichts getan. Es war diese verdammte Harfe. Und dann haltet euch von der in Zukunft fern. Damit ganz vorsichtig, in der Hoffnung, die dieselbe ja immer noch bestehende Verwundung, die er beim letzten Mal hinterlassen hat, wieder zu verwenden, um nicht noch mehr Löcher in Diamantes Hals zu machen, als es eh schon sind, setzt der Bendidio sorgsam den Gurgelum wieder ein. Da, wie fühlt sich das an? Sieht's da alles? Diamantes beißt die Zähne zusammen und kneift auch die Augen zu, während die Schlange sich wieder einmal dieses mittlerweile fast gewohnte, unangenehme Gefühl wieder einklingt. Ich hätte das Gefühl schon fast vergessen. Ich will ganz ehrlich mit euch sein, dies mehrfach zu tun, könnte ungesund sein. Solltet ihr hier noch einmal verlieren, werden wir euch sorgsam untersuchen müssen. Alles, was wir tun, ist ungesund. Ich bin wieder zurück. Ich hoffe, er ist nicht gar so ablenkend, wenn er mit euch unterwegs ist. Hm? Er hält zumindest nicht die Schnauze. Aber ich komme damit klar. Hervorragend. Er sagt mir, wenn er unflätig wird. Dann müssen wir ihm eine Lektion erteilen. Aber von meiner Seite aus wären wir noch nicht ganz fertig. Ach, weißt du, Serpentilio, ich bin es satt, dass wir uns Gefahren gegenüberstellen, diesen verdammten Dämonen, und ich immer nur mit halbem Wissen oder gar keinem Wissen denen entgegentreten will. Ich will mehr über die erfahren. Ich will wissen, was wir uns entgegenstellen. Kannst du mich lehren? Das kommt darauf an. Seid ihr 10 und wir haben 10 Jahre Zeit? Nein, offensichtlich nicht. Aber du kannst dich doch sicherlich irgendwie einfach fassen. Und ich bin ja jetzt nicht unbedingt der Dümmste hier. Seht ihr, ich kann mich einfach fassen. Aber wie euch bekannt sein dürfte, ist Wissen Macht. Das heißt, dass zu viel Wissen an bestimmten Sorten, in ungeschulten Verständen, katastrophale Folgen haben kann. Ihr seht es ja an den Talben. Serpentilio blickt aus dem Fenster hinaus. Hier, was die sogenannten Barbarianer anrichten, mit dem bisschen Wissen und dem bisschen Macht, das man ihnen gegeben hat, sollte euch eine Lehre sein. Es braucht einen lange geschulten Verstand und ein großes Maß an Willenskraft, um damit zurechtzukommen. Es kann auch genauso katastrophale Folgen haben, dass mir ein solches Vieh um den Hals legst, ohne dass ich irgendeine Ahnung von diesen Wesenheiten habe. Und sicherlich nicht nur für mich, außer also für dich und alle anderen auf diesem Schiff. Ich habe die Situation im Griff. Verlasst euch darauf. Du willst dein Wissen also nicht mit mir teilen? Sollten wir eines Tages sehr viel Zeit haben, kommt noch einmal zu mir. Er bemüht sich um ein lockeres Grinsen. Ja, ich halte es auch für unwahrscheinlich. Alles, was wir in den letzten Monaten getan haben, ragt an Wahnsinn. Wohl weit darüber hinaus. Ich versuche nur irgendwie Ordnung und Klarheit in meinem Verstand zu schaffen. Denn das ist
Etwas, was ich schon seit einer langen Zeit nicht mehr hatte. Aber das liegt wohl nicht an dir, Serpentilio, das liegt wohl an diesem Schiff, an dieser Mannschaft, an den Helden. Seitdem ich mich Raphim angeschlossen habe, geht alles runter und drüber. Und unser Schicksal steht wohl schon fest. Schicksal ist eine Lüge. Daran müsst ihr euch immer halten. Ich gebe zu, unser Aufenthalt auf diesem Schiff war turbulent bislang. Und das Dienstverhältnis zur Capitania ist nur gerade so erträglich, weil wir gemeinsame Bekannte haben und ähnliche Ansichten teilen. Nichtsdestotrotz, es muss getan werden. Und offensichtlich ist die versammelte Weiß- und Graumagierschaft, die ihr ja bislang gut, gern und großzügig zu Rate gezogen habt, nicht imstande, euch anständig zu unterstützen. Sonst wäre die Sache schon längst im Sack gewesen. Nun, man hat wohl das Geschwür, das Balingan ist, so lange eitern lassen. Jetzt wuchert es um sich herum und ist schwer hinauszuschneiden. Ich hoffe, die Capitania hat das im Griff. Ich kann nicht mehr tun, als ihr zur Seite zu stehen, und ihr solltet dasselbe tun. Ein Mann oder eine Frau alleine kann das sicher nicht im Griff haben. Nur deswegen sind wir ja viele. Ihr werdet überrascht, wie viel ein einziger Mensch mit dem richtigen Maß an Willenskraft bewegen kann. Gegeben den angemessenen Hebel, versteht sich. Gut, dann sind wir hier fertig. Ja, wenn ihr bis jetzt keine adversen Reaktionen entwickelt habt, denke ich auch nicht, dass es noch auftreten wird. Haltet die Kontaktstellen ein wenig feucht, ja, wenn ihr das könnt. Gerade diese Art der Beschwörung neigt dazu, wärmeerzeugende Reaktionen zu entwickeln, und dies könnte eure Haut austrocknen. Gut, dass die Seeluft scheint ihm bisher gut entgegengewirkt zu haben. Hoffen wir. Nun, wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich muss noch den Schwamm präparieren, der hat lange genug eingelegen. Und während Serpentilio dich hier aus dem Labor rausschiebt, kannst du schon davor erkennen, wie der kleine Junge vor dir wartet. Also, wenn du was wissen möchtest, ich kann dir auch was beibringen. Ich weiß, du hast mir schon viel beigebracht. Auf dein Wissen konnte ich mich bei immer verlassen. Aber ich wollte diesem Mann mal in den Kopf schauen. Ich habe ihm noch nie wirklich vertraut. Wir können ihm auch richtig in den Kopf schauen, wenn du möchtest. Wie meinst du das? Genauso wie ich es gesagt habe. Wir können das Wissen extrahieren. Wie mit einem Löffel. Wir schaben es einfach aus. Was müsste ich dafür tun? Gar nichts. Mach einfach seinen Kopf auf. Ich glaube, das wird zu mehr Problemen führen, wenn Serpentilio auf einmal verschwindet. Das mit Nebelklang ließ sich ja gut unter den Tischen, aber Serpentilio hat ein gutes Verhältnis zu Capitana. Das wäre um einiges schwerer. Du siehst wohl, wie der Junge innerhalb von wenigen Augenblicken altert. Und er ist gleich groß, immer noch hager und dürr, aber seine Haut hängt jetzt so ein bisschen. Auch wenn sie wieder einmal nicht zu seinem Körper passt, aber er ist wieder der alte Mann. Nebelklang. Er wird uns in Perikum einholen. Ich weiß. Weiß. Gut. Wir haben noch eine Rechnung offen. Marix muss sterben. Es wird immer eine Rechnung geben. Und ich bin bereit, jede von denen zu begleichen. Gut. Bis ich's nicht mehr kann. Gut. Jetzt werd wieder zu dem verdammten kleinen Jungen. Ich hasse es, wenn du das machst. Ja, tätschelt dir so ein bisschen liebevoll. Du hast erst das Gefühl, als ob er auf deine Schulter tätschelt. Aber er tätschelt dir auf den Gurgulum, obwohl er unsichtbar ist. Und du merkst so ein bisschen, fast wie so ein Schal, gerade wenn er drüber kratzt oder streichelt, wie so eine Art zweite Haut geworden ist. Vor allem merkst du diesen Dorn wieder, der direkt in deine Kehle gestochen hat. Das Schlucken fällt dir wieder so ein bisschen schwer, wenn er diesen Gurgulum berührt. Gut.